Check gar nicht, was passiert ist. Hab ich immer noch. Was? Jetzt hab ich's. Als zurückkam, war ich immer noch eine Drohne. Alter, ich glaube, die wird nicht leicht, die Dings. Ja, so die Endmission. Hier brauchen wir, glaube ich, Verstärkung, oder? Ja, ich guck mal kurz. Erstmal ein bisschen Sniper. Also die, wo ich... Der ganze rote Punkt, der hinter uns ist, das ist alles unterirdisch. Snipern? Ja. Nee, das war... muss ich ja noch höher zielen. Höher zielen, habe ich gesagt. Höher zielen! Ich krieg den nicht. Wen? Den da unten, oder muss ich niedriger zielen? Die ganz normal. Man ist weiter weg. Ich muss mal nachladen, ganz in Ruhe. Nee. Der ist eine unsichtbare Mauer. Wen? Ziel eliminiert. Mit dem da. Der jetzt abhaut. Naja, wir wurden entdeckt. Da können wir immer Rebellen rufen. Warte, ich schicke erstmal Mörser rein. Oder so. Also sind die Rebellen. Genau! Die laufen einfach zu uns, während da noch Gegner sind. Was sind das für Rebellen? Schießt mir hin. Auf hinter uns. Scheint, ja. Ich bin grau. Warum bist du denn grau? Ja, weil hinter uns ja schon an mich angeschossen hat. Bist du ganz. Alter, ein Schuss! Einfach hat das Schussgeschirr grau. Das sieht schon ein bisschen mehr aus als ein Schuss. Ich finde die Silbermine. Da haben wir doch unser Dings geholt. Wir nähern uns Booker zu letzter Position. Wollen wir das echt? Das, was? Super, super. Ich weiß nicht, irgendeiner Mine. Wenn ihr ihn seht, knallt ihn ab. Irgendeiner war es, kann sein, dass es die hier war. Molecule ist solo. Ja doch, das kommt mir bekannt vor. Was für ein Training macht Bukat hier? Das erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen. Manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Ich weiß jetzt nicht, ob Temperatur ein Wärmebild was bringt. Hm. Man sieht halt nicht, ob man grau wird. Stimmt. Gut. Kümmerst du dich um den einen da? Sind die zwei? Erledigt. Okay. Da ist noch einer. Ach ja, vielleicht kannst du ein Level up machen. So. Noch wurde nichts angezeigt. Okay. Ups, falsch Taste. Ne, mir fehlen noch 120 Punkte. Für uns auf, habt die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Oh, wir müssen hier weiter. Da danach. Nee, Mensch, ich rufe noch. Ne, Rebellen hast du gerufen, ne? Gerade nochmal. Ich weiß halt nicht, ob die... Ja, die sind draußen noch.
Na super, kriegt uns sehr viel. Ach, wir schaffen es auch ohne Notfalls. Und hier in dem Gang. So, da. Immer in die Eier schieße ich. Ich hab was gegen die Eier. Auf den Boden. Jo. Ich höre dich. Gottverdammt. Ah, jetzt kommen die Rebellen. Einer zumindest. Endlich mal, ne? Auch wenn es so ein Rebell ist. Munition. Ah, wieder grau. Alter, was ist denn los? Hast du irgendwas abgerüstet oder was? Eigentlich nicht. Oder ich nehme diesen Schuss an und du wirst nicht angeschossen. Also wenn ich angeschossen werde, werde ich trotzdem nicht direkt rot. Ah, grau. Bugs an mir rum. Hm? Ist auch wieder so ein Trainingscamp hier lang. Oh, okay. Gut, gut. Lass mal die Leute hinter uns töten. Die Drohne ist oben. Ein Drecksack weniger. Okay, ist erledigt. Okay. Ich glaub, jetzt wird mal. Bei mir ist sowieso ein bisschen komisch, bei mir wird nicht angezeigt, wie viel Schüsse ich in der Waffe habe. Ich auch nicht helfen. Ah, hier geht's runter. Da kommt er noch. Da kommt er. Gut, hier ist wieder Munition. Schleichen wir uns mal ins Spiel. Ja, muss man eigentlich viel öfter machen eigentlich. Mhm. Sagen wir eigentlich immer, machen es nicht. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist das so. Gegner. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Den haben schnell nicht getroffen. Nee. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt habe ich T-46. GZ. SZ. Dreh dich. Oder so. Das ist komisch, mir wird echt nicht angezeigt, wie viel ich habe. Bildschüsse. Nicht unten links. Dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Vielleicht ein Bug. Gute Arbeit, Montiok. Booker ist tot mit dem Ausbildungsprogramm des Kartells. Was hat denn jetzt? Ich habe ihn getötet. Die Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit. Ich bin am Boden. Bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren. Gerade ein Video kam gerade noch, ne? Nun schlagen wir endlich zurück. Männer nicht, wo bist du denn da? Ah, jetzt habe ich ein Video. Soll ich es aktivieren? Vielen Dank. Moment. 3, 2, 1. El Muro würde versuchen, mich zu töten. So wie ich ihn töten würde. Schwarz ist für Rache. Weiß ist für Sicherheit. Gold ist für Erfolg. Aura. Wie soll eine heilige, widersprüchliche Gebete von zwei verschiedenen Männern hören?
Meiner Erfahrung nach erhören Götter immer denjenigen mit dem meisten Geld, den meisten Männern und der größten Macht. Ich hatte den Mann verloren, dem ich immer trauen konnte. Mirmano. Wie viele Männer würden ihm ergebener sein als mir? Würde die Macht, die er mitnahm, reichen, um mich auszuschalten? Doch ich hatte einen Vorteil. Ich war mit ihm aufgewachsen und wusste, wie er tickte. Ich kannte seinen nächsten Zug vor ihm. Ich musste nur Geduld haben. Okay. Wie heißt sie denn nochmal? Ich hab sie nicht gesehen. Wurde mir angezeigt, aber... Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wie viel Kickstarter hast du? Schauen wir mal. 11 von 12. Aber hier ist noch ein Fragezeichen. Ich würde gerne Dings haben mit Großfragezeichen. Alter, ganz unten. Markier mal. So hab ich. Da. Okay. Gut, dann machen wir noch das und dann hören wir, denke ich, auf für heute. Genau. Ich würde eigentlich auch das gerne das Video sehen noch. Notfalls muss es bei mir gucken. Ja. Ich mach mal eine Blitzreise, ja. Ja, okay. Ist schon ein bisschen spät. Nein, können wir aber keine Blitzreise machen. Nein, können wir aber keine Blitzreise machen. Ich kann eine machen. Dahin? Hm? Dahin, an den Ort? In die Nähe. Hauptsache raus aus diesem Kaff. Aus dieser Mine. Komm, mach schneller. Positur. Alles hat sich geändert, seitdem wir die Rede gesendet haben. Wir haben Helikopter, sehr schön. Nicht. Kommst du auch hier? Wo denn? Guck auf die Karte. Da bist du. Blitzdings dich zu mir. Ja, ja, mach ich. Staub. So viel Staub. Ja. Kommen wir gerade an, da ist nur Staub hier. Jetzt wird mir angezeigt, wie viel Munition ich geladen habe. Hm, keine Ahnung. Aber du hast ja auch nichts an, ne? Optisch. Meinst du, da oben auf dem Berg ist die letzte Kingslayer-Datei? Gut möglich. Sehr, ne? Müsste. Muss. Haben wir keine andere Wahl. Hm. Aber stimmt. Die Karte so anzusehen, sehe ich mir sonst keine. Ich auch nicht. Ich glaube schon. Ja. Die letzte. Jawohl. E quando ya colita, la colita. Gut, dann machen wir nochmal die Statistik. Genau. Und dann sind wir heute fertig. Moment, ich kann noch aufrüsten. Okay. Könnte auch noch was gehen. Machen wir mal Ziel aus, bringt die. So. Aber warum nicht? Weil wenn man die Drohne verbessern, geht nicht. So, das war's. Okay. Statistik. Was fängt an? Ja. So 46 Meter durchschnittliche Tönungsentfernung. 51. 25% taktisch. 14. 45% lautlose Eliminierung. 42. 9 Minuten. 9 Minuten. 464. 325. Ja, ich habe mich verweitert.
Hey. Wann habe ich mich erweitert? Weiß ich nicht. 21% Präzision. 15. 112 mal Teamkameraden wiederbelebt. 127. 89 Kills. 86. 1 Stunde 56. 1,11. 2 Stunden 59. 6,22. 14 Stunden 58. 7,2. 69 Sprünge. 61. Und 90%. 90%. Ja, Leute, das war's wieder für diese Session. Yep. Seid morgen wieder dabei. Also, ciao. Ciao.